Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, ich würde erst mal sagen, wir haben gut angefangen. Wie gesagt, früh das 1-0 gemacht. Dann auch Chancen gehabt noch in der ersten Halbzeit, auf 2-0 zu erhöhen. Ja, hat dann leider nicht geklappt. Sind dann eigentlich auch mit einem positiven Gefühl in die zweite Halbzeit gegangen. Haben uns da auch wieder einiges vorgenommen, was wir uns vor dem Spiel vorgenommen haben. Ja, hatten dann auch nochmal die Chance, glaube ich, durch mich auf das 2-0, wo der Torwart überragend hält, würde ich sagen. Ja, und dann kriegen wir halt leider einen Elfmeter. Das ist das 1-1 und ja, dann verläuft sich das Spiel halt so in die falsche Richtung und ja, wie man dann auch sehen konnte, das 2-1. Und ja, sehr enttäuschend am Ende. Also ich denke, die Phase hatten wir schon mal alle, also hier in Bielefeld. Ich denke, wir können damit sehr gut umgehen. Wir kennen das. Und ja, es bringt nichts negativ, sich da jetzt einzustellen. Immer positiv bleiben und ja. Ich persönlich kann sagen auf jeden Fall, es ist, ja, es wird kein leichtes Spiel in Ingolstadt. Da die halt auch Probleme hatten und sich natürlich auch viel vornehmen, aber ja, das darf uns im Endeffekt erstmal nicht interessieren, was die vorhaben. Wir müssen uns auf uns konzentrieren, unser Ding durchziehen und ja, hoffentlich einen Punkt oder drei Punkte mitnehmen. Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Ich würde sagen, mal klappt's nicht. Und ja, ich bin froh, dass es jetzt mal wieder geklappt hat, dass ich auch wieder spielen durfte über 90 Minuten bzw. 90 Minuten und ja, so könnte es weitergehen. Wer ist dein Vorbild? Ja, mein Vorbild zurzeit muss ich sagen, ist schon Neymar und Mbappé. Klar, der ist jünger als ich, aber ich muss sagen, die Spielart von den beiden, ja, das ist Wahnsinn. Wie stellst du dir deine Zukunft bei Arminia vor? Ja, natürlich so viel wie möglich noch zu erfahren, Erfolge zu sammeln, ja, auch Punkte zu sammeln und ja, natürlich auch Tore zu schießen. Gegen wen ist es am schwersten bei FIFA zu gewinnen aus deiner Mannschaft? Am schwersten zu gewinnen? Ja, ich hatte jetzt zuletzt gegen den Schippo und den Bernie gespielt. Ja, und noch ein paar andere, aber ja, ich fand, ich hatte jetzt so keine Schwierigkeiten, aber ja, wenn, würde ich sagen, vielleicht ja, bei dem Schippo. Ja, schon, der kann was, der kann was.